What's up, Freunde? Ich hoffe, euch geht's gut und damit herzlich willkommen zu einem neuen Genshin-Video. Liebe Friends und Francines, ein neuer Abyss ist erschienen und dieser ist gar nicht mal so leicht. In diesem Video bereden wir erstmal Ebene 11, Ebene 12 wird dann in einem anderen Guide besprochen. Wie dem auch sei, let's go. Der erste Raum in Abyss 11 ist ungelogen gar nicht mal so einfach. Ihr müsst einen Monolithen beschützen und habt in beiden Hälften jeweils 24 Schleime, in der ersten mit dem Pyro- und Elektroelement, in der zweiten mit Kryo und Hydro. Die Schleime gibt es in groß und klein, also was machen wir? Das Problem in der ersten Hälfte ist, dass große Pyroschleime eben explodieren, wenn man sie killt. Das bringt extra Schaden und ist schlecht. Priorität ist es deswegen, die Pyroschleime von den Monolithen fernzuhalten. Das macht ihr am besten mit Grouping. Bedeutet, Kazuha und Sucrose sind hier sehr wertvoll und Venti ist ein von Gott gegebenes Geschenk. Da die Gegner durch die Swirls auch miteinander reagieren, macht ihr sehr schnell massiven Schaden. Was das Spiel aber eigentlich von euch verlangt, was ihr aber nicht machen müsst, ist einen Hydro-Charakter mitzunehmen. Es gibt erstens 60% Hydro-Schadensbonus, das ist natürlich supi. Gleichzeitig, und das wissen viele nicht, explodieren große Pyro-Schleime nicht, wenn ihr das Pyro-Element auf ihnen entfernt und sie dann killt. Neben Grouping könnt ihr aber auch was anderes machen, nämlich die Gegner verspotten. Mona und Lynette können das beispielsweise, damit könnt ihr die Gegner ablenken, das ist besonders für die großen Pyro-Schleime wichtig. Kann man machen, muss man aber nicht, wenn man die Gegner schnell genug besiegen kann. Wen ihr auch mitnehmen könnt, ist Jean, die kann die Slimes sehr gut picken und wegschmeißen. Da ihr kein Zeitlimit habt, ist das auch eine sehr valide Methode, um diese Hälfte zu meistern. Sehr gute Chars in der ersten Hälfte wären Neuvillette wegen seiner Kamehameha, Yelan wegen ihrer Elementarfähigkeit, Ayato wegen seiner Burst, Furina wegen ihres automatischen Off-Field-Schadens. Nur habt ihr da weniger Kontrolle darüber, was passiert, vergesst das nicht. Kazuma, Sucrose und am besten sogar Venti fürs Grouping, Lynette fürs Verspotten, Mona weil Verspotten und Hydro. Teams bereden wir am Ende, weil wir erstmal erklären müssen. Kommen wir aber nun zu der zweiten Hälfte. In der zweiten Hälfte habt ihr drei Probleme und ein Charakter, den ihr wahrscheinlich alle habt, kann das lösen. Aber welcher? Problem 1, die Kryoschleime haben einen Kryo-Schild, den müsst ihr erstmal breaken und das kann ziemlich nerven. Problem 2, wenn auf euch Kryo appliziert wird, werdet ihr langsamer. Heißt, ihr müsst das Kryo-Element auf euch irgendwie loswerden. Problem 3, ihr könnt eingefroren werden, wenn euch sowohl Kryo als auch Hydroschleime angreifen. Und der Charakter, der das alles beheben kann, ist unser Monster aus North Carolina. Mit einem Kampfgewicht von 56 Kilogramm. Bennett! Bennett ist erstens Pyro, bedeutet ihr könnt die Kryo-Schilde wegmachen. Problem 1 ist gelöst. Bennett appliziert auf euren aktiven Charakter Pyro, bedeutet die Debuffs von Kryo beeinflussen euch nicht, weil ihr mit der eigenen Pyro-Applikation das Kryo-Element von euch entfernt. Problem 2 auch gelöst. Aus dem gleichen Grund könnt ihr nicht eingefroren werden. Sollte es passieren, werdet ihr direkt automatisch aufgetaut. Also ist auch Problem 3 behoben. Nehmt euren Bennett mit, verdammt. Diesen würde ich kombinieren mit Changling. Ich hasse ihre Stimme auch, alles gut, aber leider ist sie nun mal ein sehr guter Charakter, die ihr nicht außen vor lassen solltet. Das Spiel will von euch übrigens, dass ihr mit Elektro reingeht. Das solltet ihr im Idealfall mit Pyro kombinieren, dann sollte das ganz easy peasy vonstatten gehen. Wenn ihr mit Elektro rein wollt, um genauer zu sein mit Chlorinth, gibt es eine echt witzige Strategie, nämlich nehmt ihr euren Feuerring mit, also den von Changling, während ihr mit Chlorinth einfach rumdasht. Das funktioniert mega gut, ich habe das mehrfach getestet, mit einem Grouper geht das sogar noch besser. Das Tolle an Chlorinth ist, dass ihre Burst auch noch eine sehr große Fläche abdeckt. Die drei, also Chlorinth, Bennett und Changling, sind in dieser Hälfte ein absolutes Dreamteam. Wenn ihr keine Chlorinth habt, geht auch Raiden Shogun, kein Problem. Dann habt ihr den Dash-Trick nicht, obviously. Dann braucht ihr aber auch erst recht einen Grouper. Mit Chlorinth ist es leichter, mit Raiden ist es härter, aber immer noch easy machbar. Sonst geht übrigens auch Monopyro mit Alekino, auch schon getestet, auch alles rasiert. Ihr könntet dann aber im nächsten Raum strugglen, gehen wir gleich im Teams-Part drauf ein. Ich bin ehrlich mit euch, der Raum hat's schon in sich, aber ihr könnt das schaffen. Schaut euch dafür gleich den Teams-Part für Ebene 11 an, da werde ich euch erklären, warum ihr welches Team oder halt welche Chars benutzen sollt. Kommen wir aber erstmal zu Abyss 11, Raum 2. In der ersten Hälfte müsst ihr eigentlich nicht viel beachten. Ihr habt insgesamt 4 Geodrachen-Echsen, aufgebrochen in 2 Wellen mit jeweils 2 Gegnern. Die ersten beiden bekommen ab 40% LP das Elektro-Element, die anderen beiden kriegen das Pyro-Element. Geodrachen-Echsen haben eine Resistenz von 10% gegenüber jedem Element. Diese Resistenz steigt um läppische 20%, wenn ihr Leben auf 40% fällt, basierend auf dem Element, was sie bekommen. Das könnt ihr getrost ignorieren. Geht da einfach mit einem starken Team rein. Remember, Teams am Ende wie gesagt. Die Sache mit Geodrachen-Echsen ist, sie haben Knockback auf gewisse Moves, weswegen man sie schnell auseinandertreiben kann. Greift im Idealfall von einer Seite an, nicht von der Mitte. Das wäre wichtig, wenn ihr struggelt. Dieser Sprungmove hier wird, by the way, immer zweimal ausgeführt. Er
erwähne ich separat, weil die gezielt auf euch draufspringen möchten. Das macht es leichter, sie zusammenzutragen. Eigentlich ganz simpel. Ansonsten kann man auch dranhängen, dass die ersten beiden Gegner oben spawnen und die anderen beiden auf der anderen Seite, also unten. Wenn euch das wichtig ist, wisst ihr jetzt Bescheid. Und wenn nicht, dann wisst ihr halt auch Bescheid. Tschüss. In der zweiten Hälfte dieses Raumes finden wir zwei Hydro-Gegner. Der eine ist Nahkampf, der andere ist fernkampforientiert. Das initiale Problem, aber auch der Segen zugleich hier ist, ihr habt einen Bennett im Team, bedeutet ihr appliziert auf euch selbst Pyro. Gegner können damit auch reagieren. Bedeutet, der Schaden, den ihr bekommt von den Hydro-Attacken, ist deutlich höher als normalerweise. Dafür macht ihr aber auch mehr Schaden, weil eure Gegner halt Hydro sind. Ihr habt Bennett und Changling im Team, remember. Dementsprechend hauen beide Parteien ziemlich hart drauf. Der Unterschied ist nur, dass euer Bennett euch heilt, basierend auf seiner LP. Wenn ihr also keinen One-Shot abbekommt, seid ihr eigentlich ziemlich safe. Ich würde euch raten, den Fernkampfgegner zuerst ins Visier zu nehmen, weil der Nahkampfgegner sowieso automatisch auf euch zukommt. Solltet ihr deswegen öfter sterben, fokussiert euch darauf, dass ihr entweder ausweicht oder ihr geht auf Abstand und versucht erst den Nahkampfgegner auszuschalten und danach den Fernkampfgegner. Ihr habt hier 5 Minuten Zeit für 3 Sterne, das sollte easy reichen. Meine Changling ist by the way auch nicht so krass gebaut, also keine Sorge. Ich bin hier sehr easy durchgekommen und das werdet ihr ganz sicher auch tun. Im dritten Raum dieser Ebene findet ihr ganz am Anfang 3 Fatui, die sehr nah beieinander liegen. Ich persönlich bin da einfach durchgerusht, aber wenn ihr es etwas leichter haben wollt, platziert euch nicht in die Mitte der beiden Pyro-Fatui-Schützen. Wenn ihr das macht, springen die beiden nämlich auseinander. Das ist doof, weil euer Ziel ist es ja, die Gegner auf einen Haufen zu bringen. Stattdessen greift ihr entweder von links oder rechts an, denn dann springen entweder beide in die gleiche Richtung vor euch weg. Fatui-Schützen springen nämlich immer von euch weg, niemals nach links oder rechts oder sowas. Manchmal, das ist jetzt abstandsabhängig, springt auch nur der vorderste Schütze nach hinten. In beiden Szenarien sind die Gegner auf einem Haufen, sonst knockt die einfach um und drückt Damage rein, eigentlich ganz simpel. Danach spawnen 2 ganz normale große Gegner, die spawnen genau wie die Fatui in der Mitte, einfach Ungabunga drauf, bis die vernichtet sind und erste Hälfte ist geschafft. Yay! Die zweite Hälfte ist dann nicht wirklich komplexer, es ist Single Target gegen Chicken McNugget, da zählt euer reiner DPS, also euer Schaden. Hier gibt es nur 2 Methoden, entweder ihr geht komplett brachial rein und ignoriert alles, das ist offen gesprochen auch die bessere Methode, die andere Methode ist dann mit Dendro durchzulatschen, um seinen Kreis da oben voll zu bekommen, denn dann löst er einen von 3 speziellen Moves aus, der in einer Downstate endet, der manchmal besser ist für euch, manchmal schlechter, aber alleine schon wegen Raum 1 zweite Hälfte ist Dendro eigentlich ein No-Go, macht es lieber mit Bennett und Changling, die beiden rasieren da auf jeden Fall ordentlich, wir hatten noch Raiden Shogun dabei, das lief wunderbar. Kommen wir mal nun zu den Teams. Was die Teams anbelangt, habt ihr oben viele Möglichkeiten und unten weniger Möglichkeiten. Oben wäre ein Nöwelet-Team sehr gut, ihr könnt hier entscheiden, ob ihr mit Jean, Kazuha oder Venti reingeht. Solltet ihr Furina im Team haben, geht da mit Jean oder Charlotte rein, um den vollen Bonus zu bekommen. Ohne Furina nehmt ihr Kazuha, Venti oder sogar Sucrose mit. Kazuha und Venti wären an sich besser in der zweiten Hälfte, weil ihr hier Nöwelet habt. Der braucht nicht wirklich einen Grouper, ist aber euch überlassen. Einen Schildcharakter braucht ihr da eigentlich auch nicht. Grouping wäre gut wegen des ersten Raumes, aber da Nöwelet sowieso alles aus jeder Entfernung treffen kann, ist nicht mal das wichtig. Um euch zu zeigen, wie egal das ist, ich bin da solo Nöwelet reingegangen und habe alles und jeden mühelos vernichtet. Dieser Mann ist dort ein Cheatcode, trotzdem wäre es natürlich besser, wenn ihr für die späteren Räume ein ganzes Team hättet. Logisch. Ein Fancy-Schmancy-Team wären Ayato und Yelan in Kombination mit Kazuha oder Venti und der letzte Char ist eigentlich euch überlassen. Hier könnt ihr ständig zwischen Ayato und Yelan wechseln. Ayatos Burst ist hier sehr viel wert, weil ihr eine riesengroße Fläche abdeckt, die Hydro-Schaden verursacht. Yelans Elementarfähigkeit markiert mehrere Gegner. Kazuha und Venti lösen mächtige Swirl-Reaktionen aus. Der vierte Char ist echt egal. Wen ihr aber reinpacken könntet, jetzt wird es wieder fancy-schmancy, ist Ganyu. Ihre Burst ist nämlich mega gut gegen die Gegner. Ihr könnt da auch Yelan rausnehmen und entweder Ayato oder Ganyu Burst fokussiert spielen, damit ihr nonstop leckeren AOE-Schaden macht. Ich weiß, Kani, was sind das für Teams? Die Sache ist, Leute, wir müssen hier ein bisschen umdenken, weil es nicht darum geht, viel Schaden zu machen, sondern viele Gegner über eine größere Fläche zu treffen. Und Ganyu ist da sowohl mit ihren Charge-Shots als auch mit ihrer Burst sehr weit vorne. Und ihre Elementarfähigkeit lenkt sogar Gegner ab. Yes, sie ist wirklich gut in Ebene 11 erste Hälfte. Ihr könnt natürlich Ganyu auch komplett traditionell spielen, ihr könnt sie auch mit Furina kombinieren. Das Team war geisteskrank gut, by the way. Würde ich euch raten auszutesten, wenn ihr dafür die Charaktere habt. In der zweiten Hälfte haben wir uns mit Mama, Bennett, Changling und Kazuha sehr gut gemacht. Das hat Wunderbärchen funktioniert. Bennett und Changling würde ich da immer reinpacken. Ihr könnt auch Mama mit einer Chlorint ersetzen.
lassen. Das Team klappt sogar noch besser, haben wir ja gerade eben gesehen. Monopyro geht auch mit Alekino, das habe ich ausgetestet und war absolut gar keine Challenge. Passt nur auf, dass ihr dann nicht in Raum 2 verreckt. Damit solltet ihr eigentlich ziemlich gut durchkommen. Das Chicken könnte schwer werden, aber dann hapert es definitiv an euren Builds, weil das schadenstechnisch kein Problem darstellen sollte. Shao und Wanderer Teams funktionieren übrigens auch einwandfrei. In der zweiten Hälfte spielt ihr immer mit Bennett und Changling, in der ersten im Idealfall mit Furina. Ich habe beide getestet und hatte überhaupt keine Probleme. Die riesen AOE von Shao und Wanderers Geschwindigkeit kontern die Gegner perfekt und das ist super. Wichtig ist nur, in der zweiten Hälfte von Raum 2 Ebene 11 könnt ihr sehr schnell Damage bekommen. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Ein Shielder kann man da nicht wirklich reinpacken, außer ich schaffe es mit Wanderer, Bennett, Changling. Ihr könnt einen Shielder in dem Fall reinpacken, ja, aber es wäre eigentlich wasted, würde ich euch nicht raten. Ich muss aber auch ehrlich mit euch sein, nur Ibis 11 Raum 1 ist wirklich schwer. Der ganze Rest ist definitiv machbar und sollte das bei euch nicht der Fall sein, dann hapert es sicher an den Builds, die müsst ihr nun mal verbessern. Vielleicht fehlen euch auch einfach Charaktere oder ihr macht an den Rotations was falsch. Das solltet ihr schnellstmöglich beheben. Wie dem auch sei, das war's erstmal mit dem Video. Ibis 12 Guide wird die Tage folgen, wird ein bisschen dauern, weil ich umziehen werde. I'm sorry. Folgt mir gerne auf Twitch, ist wie immer manchmal, Links in der Beschreibung. Und damit sage ich Ciao, arrivederci, sayonara und bis zum nächsten Mal.